Hallöchen zusammen und da bin ich wieder mit dem nächsten Review und Swatches Video. Und zwar geht's weiter mit meinen Moira Stamping Platten, die ich bestellt hatte. Wenn ihr da genaue Infos haben wollt, wo ich die her habe, was die kosten, wie die Dimensions sind, also wie die Maße sind und so weiter und so fort, dann bitte in der Description Box below werde ich mein Haul Video linken und da ist das alles ganz im Detail erklärt. Jetzt gibt's nur den Review von der Platte und die Swatches. Wir werden heute ausprobieren, das ist die zweite Platte, die ich swatche. Blub. Schwierig, aber okay. Und deshalb habe ich gedacht, ich probiere mal normale Nagellacke aus. Das sind allerdings welche, die auch wirklich gut stempeln normalerweise. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich habe also hier wieder diese Decals gemacht auf meiner Überschickmatte. Das hat ja die ganze Zeit ganz gut funktioniert. Ich glaube, das hat auch allen ganz gut gefallen. Dann kann ich die nachher abziehen und dann können wir uns die im Detail wieder angucken. Wir stempeln also mit Schwarz hier über das Grüne und mit Weiß über das Blaue. Und ich nehme meinen Fab Your Nails Sticky und Squishy Stamper und Scraper. Und jetzt gucken wir uns die Platte an. Und zwar, schauen wir mal, das ist also die Moments, die Nummer 14. Die haben übrigens alle diese schönen Karton-Sleeves hier. Das finde ich sehr gut, da sind die nämlich gut verstaut drin. Die sind allerdings wirklich sehr fest da drin. Da muss man manchmal ein bisschen zubbeln, dass sie dann auch rausgehen. So, und jetzt schauen wir mal, dass das alles nicht zu sehr blendet. Ich kann also hier jetzt irgendwie, sollte ich eigentlich, da. Ich habe eine neue App, damit das alles ein bisschen hoffentlich noch besser funktioniert. Aber jetzt funktioniert es gerade nicht. Er sollte es scharf stellen. Jetzt macht das so. Und dann gucken wir mal. Also in der ersten Reihe hier oben haben wir schöne Rosen. Dann haben wir hier so eine Teekanne. Schmetterling mit Blümchen und diesen schönen Vogel auf dem Ast. Dann haben wir hier unten so eine Straßencafé-Szene, so eine Rock-Pop, ja, sieht fast aus wie so Pop-Art, so eine Frau, die irgendwie mit Blümchen im Haar und so weiter. Und dann haben wir hier, da schauen wir mal, dass wir das auch ein bisschen besser kriegen, Tulpen und Narzissen sind das hier, jetzt schön für den Frühling halt, ne? Hier unten, das ist so ein bisschen Vintage-Motiv. Da haben wir auch wieder so ein Frauenbild. Und hier haben wir dann so zwei ganz süße Hundebilder. Finde ich also auch ganz witzig. Und hier, da bin ich mir nicht so sicher, was das so sein soll. Ich hole es mal ganz nah ran. Sieht aus wie ein Löwe, oder? Ist es ein Löwe oder blamiere ich mich wieder? In dem anderen Video habe ich gesagt, das sind Farbkleckse. Dabei waren es Pudel. Naja, dann haben wir hier unten so ein Stillleben mit Gemüse und Obst. Da haben wir hier Papagei und natürlich so ein ganz, ganz süßes Kätzchen. Da muss ich auch unbedingt mal was mitmachen. Dann haben wir hier eine Eule, einen brüllenden Löwen. Habe ich also auch noch nicht gehabt. Seht ihr, hat das Maul ziemlich aufgerissen. Und das ist ein Löwe, würde ich sagen. Ne? Dann haben wir hier ein Buch. Auch schön hier für Frühling, Ostern. Haben wir ganz süß zwei Häschen. Einen brüllenden Gorilla, Kerzen, Vögel. Hier unten haben wir ein Pferd. Sehr schön, finde ich. Habe ich auch noch nicht gesehen auf einer Stempelplatte. Dann haben wir den Tiger, noch ein Ara, ein Schiff und hier unten wieder die Bücher. So, dann kommen wir auch schon direkt zum Stempeln. Und ich werde das dann wie immer machen, dass ich das schneller laufen lasse für euch. Und dann sehen wir uns nach dem Stempeln wieder. Bis gleich.
und da sind wir jetzt, also ganz nah dran an den einzelnen Decals, und ihr habt es gesehen, ist also alles wunderschön rausgekommen. Man muss natürlich, wenn man normale Nagellacke nimmt und keine Stamping-Lacke, ein bisschen mehr Nagellack nehmen, also wirklich das ganze Bild abdecken, leicht scrapen, nur einmal drüber scrapen und schnell arbeiten. Ihr habt es gesehen bei dem Bunny, den ich nämlich gemacht habe, da habe ich mir zu sehr das Bild genau angeguckt. Ja, habe dann auch gesehen, dass das schon nicht richtig drauf war auf dem Stempel, keine Ahnung warum. Und dann habe ich zu lange gewartet und dann hat es nicht funktioniert. Das liegt aber nicht an der Platte, das liegt daran, dass ich so lange gewartet habe, weil hier kann man ganz klar sehen, also der Bunny, das ist auch wunderschön geworden. Jetzt wackelt es hier gerade wieder ein bisschen mit meinem iPad. Ja, dann haben wir hier diese, ja, sieht aus wie fast wie so eine Mona Lisa von Leonardo. Auch wunderschön, ganz detailliert. Die Krähe, diese Bilder sind natürlich ein bisschen groß für normale Fingernägel, ja. Sollte man dann halt irgendwie so zusehen, dass man die halt verkleinert mit dem Stempel. Da gibt es auch genügend YouTube-Videos, könnt ihr euch das anschauen. Aber hier guckt mal, wie schön der Schmetterling, auch ganz detailliert. Hier die Frau, das Pferd, die Katze, also alles ganz schön geworden. Man kann hier sehen, dass der Wet n Wild natürlich nicht rabenschwarz ist, aber ich finde, es ist auf der Untergrundfarbe, das ist ein OPI-Lack, ist das sehr schön rausgekommen. Jo, und das war dann mein zweites Swatch-Video von meinen Moira-Platten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch haben die Platten gefallen, die Designs gefallen, die ich für euch ausgesucht habe. Und wenn ja, dann gebt mir wie immer einen Daumen hoch und lasst mir ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also subscribe, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tada!